Wow, Nvidia hat direkt zum Start des neuen Jahres ein dickes, fettes Upgrade zu seinem Cloud-Gaming-Dienst GeForce Now rausgehauen. Alle Infos dazu, auch warum ich mich wirklich drauf freue, jetzt im neuen Video. Die CES 2023 in Las Vegas ist noch gar nicht richtig gestartet. Da hat Nvidia mit einer eigenen kleinen Show bereits für den Bereich Cloud Gaming des neuen Jahres ein riesen Benchmark gesetzt. Fangen wir einfach an. Der bisher als RTX 3080 bekannte höchste Stufe heißt ab sofort Ultimate und das ist unter anderem auch bereits in der GeForce Now App oder in eurem Benutzerkonto oder beim Buchen so umgestellt worden. Was bedeutet das aber konkret? Erst einmal bleibt, was eine richtig gute Nachricht ist, der Preis gleich. Nichts wird teurer, doch ihr bekommt mehr davon. Denn im neuen Ultimate Tier werden ab Ende Januar die ersten RTX 4080 Karten von Nvidia zum Einsatz kommen. Der Rollout soll für alle bisherigen und neuen Ultimate-Kunden über die nächsten Monate erfolgen, jedoch gibt es wohl eine begrenzte Anzahl an RTX 4080 Servern. Aber Leute, nicht nur, dass ihr via Cloud Gaming von GeForce Now auf euren alten Möhren, Laptops, Toastern, Chromebooks und weiß der Teufel was, bald Spiele in ihrer bestmöglichen Grafikpracht zocken könnt. Ihr kommt für 20 Euro im Monat bzw. knapp 100 Euro für 6 Monate in den Genuss einer Grafik, für welche ihr sonst eine GPU im Wert von ca. 1400 Euro UVP bezahlen müsstet. What the hell? Und was bedeutet das jetzt eigentlich ganz konkret? Endlich gibt es bei GeForce Now auch eine 4K-Auflösung, sogar mit bis zu 120 Frames per Second. Ebenfalls richtig gut, Unterstützung für Ultraweitmonitore ist mit am Start, so dass ihr zum Beispiel bei einer Auflösung von 3840x1600 Pixeln spielen könnt. Außerdem bietet eine Reflex genannte Technologie die Möglichkeit, einige Spiele sogar in 240 FPS zu spielen. Denkt aber bitte dran, ihr benötigt auch einen hierfür geeigneten Monitor. Und auch in Sachen Raytracing ist man einen Schritt weiter gegangen. Man hat nun die vollständige Raytracing-Unterstützung und DLSS3 angekündigt. Und ja, ich bin kein Hardware-Nerd, ich kann euch das jetzt gar nicht alles so erklären. Aber kurzum, die beste Grafik auf PC gibt es in den kommenden Wochen dann auch in der Cloud. Jedoch für einen Bruchteil des Investments. Etwas untergegangen bei der neuen Technikankündigung. Mittlerweile hat GeForce Now über 1500 Spiele am Start und man hat auch vage einige der größten bald erscheinenden PC-Spiele angekündigt. Namentlich genannt wurden dabei Portal RTX, das neue Atomic Heart und The Day Before. Hoffentlich wird es aber auch noch zeitnah andere Großkaliber geben, sodass ich euch die Grafikpracht mal zeigen kann. Denn ja, ich freue mich auf das Upgrade. Nachdem ich den Black Friday Deal für 6 Monate Priority für nur 30 Euro natürlich mitgenommen habe, war mir über die Weihnachtstage die Full HD Auflösung bei Anno 1800 und City Skylines auf meinem 4K Monitor in meiner Arbeitsecke einfach zu klein, sodass ich einen Teil meines Stadia-Refunds in den höchsten GeForce Now Tier gesteckt habe. Und ganz ehrlich, jetzt kann ich es kaum erwarten, die neue Technik bald in Aktion zu erleben. 4K dürfte ich jetzt schon demnächst starten, vielleicht mache ich das dann gleich mal. Und dann bald noch schöner. Achso, sicherlich fragt ihr euch jetzt, ob die mittlere Stufe von GeForce Now, also der Priority-Tier, nun in den Genuss der RTX 3080er Karten kommt. Nein, aktuell wird es noch keinen Switch der Karten geben. Diese werden garantiert noch eine Weile im höchsten Tier als Backup benötigt. Aber natürlich ist in Zukunft fest davon auszugehen. Und jetzt mal her mit eurer Meinung. Ist das eine Kampfansage in Sachen Cloud Gaming? Muss jetzt xCloud und Co. vielleicht auch mal nachrüsten? Oder ist es eurer Meinung nach nur Marketing, Blabla und Technik-Demo, um zu zeigen, was möglich ist? Ich bin auf eure Einschätzung sehr gespannt und erwarte eure Kommentare unter diesem Video.
Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao! Beautiful People ist eine Produktion der Beautiful People Content Creation. Produziert mit Liebe und Leidenschaft, eigenen Equipment, unabhängig. Für euch aus Dresden in die Welt. Musik von Deichkind und Geek Music, Zwieback.